Wer Faust von Goethe noch aus seiner Schulzeit kennt und damals schon gemocht hatte, wird das Stück Abissal Faust von der Kolpingbühne Wattens lieben. In der Bearbeitung von Spielleiter und Regisseur Wolfgang Scheiber kann das Publikum derzeit eine abgeänderte Version des ursprünglichen Faust im Batagab Jugendhaus sehen. Wolfgang Scheiber setzt bei dieser Inszenierung im Tiroler Dialekt auf seine altbewährte Stammbesetzung, holt aber auch neue Gesichter dazu, welche nicht nur den Augen, sondern auch den Ohren gut tun. Also bis jetzt sind wir super gut zufrieden. Das Stück, glaube ich, kommt wirklich gut an. War natürlich eine Herausforderung, weil Faust, ein Klassiker, ist immer eine Herausforderung. In dieser Fassung war es für uns einfach reizvoll zu machen. Ich bleib der Welt nur kurz verkannt. Den Bösen sind sie kurz los. Aber die Bösen, die sind ihr blieben. Wenn sich Traum und Wirklichkeit vermischen, wird aus einer gewöhnlichen Wirtshausgeschichte plötzlich Faust von Johann Wolfgang von Goethe. Lustig und mit Tiroler Schmäh. Wie Wolfgang Scheiber die berühmte Gretchenfrage in sein Stück eingebaut hat, ist genau der heutigen Zeit entsprechend. Provokativ und mit zwinkerndem Auge. Ich bin Johann Faust und Hans. Und ja, der Johann Faust ist ein Lerner, der alles gern wissen möchte und nichts dafür tun will und alles möglichst schnell, möglichst einfach, möglichst unkompliziert. Es geht halt nicht immer so leicht, irgendein Haken hat alles und wenn man mit dem Teufel einen Pakt eingeht, nachher trifft es einen zum Schluss halt. Hör auf! Was hast du auf mich denn so eine Wut? Halt gleich! Ein Schlag auf sind dort selten gut! Ich bin am Anfang die Gretel eigentlich, also die neue Bedienungshilfe in dem Gasthof, wo das ganze Theater spielt. Und eben das Theater spinnt sich dann so irgendwie zusammen, dass sie dann von der Gretel zum Gretchen wäre, das am Anfang noch recht brav ist und irgendwie verführt werden will, aber dann eigentlich voll abstürzt und eben am Schluss dann da landet, wo sie halt eben landet. Also ich bin ja, hab's nur zum Kooperator geschafft und leider Gottes ist mir das Weibsvolk, das ist mir zum Verhängnis geworden. Und aus dem Grund hat mich dann der Bischof, also seitdem praktiziere ich nicht mehr. Meine optische Gestalt erscheint dann auch in den Träumen des kleinen Hans. Und da verkörpere ich ein bisschen also die konträre Rolle zum Pfarrer, mich den Teufel. Man kann es ja alleweil noch rot treiben, bevor er so ein Bankert kommt auf die Welt. Bei der Premiere am 7. Mai 2016 war das Batagab-Jugendhaus in gewohnter Manier bis zum letzten Platz gefüllt. Auch Bürgermeister Thomas Oberbayersteiner ließ es sich nicht nehmen, gemeinsam mit seinen beiden Vizebürgermeistern Christina Möstl, Willi Greuter und einigen Gemeinderäten bei der Premiere von Abissal Faust dabei zu sein.